Hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. Ich stehe jetzt wieder hier, weil ich wieder zurückgelaufen bin, meditiert hat, damit es Tag ist, weil wir haben ja gemerkt, halt doch mal die Schnauze. Sumpf bei Nacht ist nichts für mich. Und selbst bei diesem kurzen Stück vom Totenacker hierhin habe ich mich nochmal verlaufen. Also das ist echt, ja, es ist einfach an Panikkeit nicht zu überbieten. Und deswegen versuche ich, deswegen nachts nicht mehr im Sumpf unterwegs zu sein. Hier vorne sieht man ja nochmal hier unsere schicke Archispor-Trophäe, die wir uns letztes Mal geangelt haben. Und jetzt geht es bei Tag zum Magierturm. Nein, so wollte ich das schon mal nicht. Ach so, ja, genau. Ich vergaß. So, und wir haben nur noch einen Schwalbetrank. Das heißt, beim nächsten Mal muss wieder gemixt werden. Hätte ich eigentlich auch schon machen können. Ich hab's verpeilt. Tut mir leid. Beim nächsten Mal. So, diesmal geht das hoffentlich gut. So, hier geht es nämlich lang. Oder? Nein! Mehr so hier lang. Ja, der Sturm unseres Kollegen Sturmfix hält ja leider immer noch an. Nein! Sag mal, will ich hier eigentlich als peinlichster Spieler aller Zeiten in die Geschichte eingehen, oder was ist das? Der Spieler, der am unfähigsten ist, ich wollte sagen, eine Map zu lesen. Ja, das ist ein Blutzwigger. Also. Och nö, komm schon. Ja, genau. Ja. Ich weiß nicht, warum er gestorben ist. Ich habe nämlich gar nichts gemacht. Aber beschweren wir uns mal nicht. Ich bin quasi da. Da ist der letzte Obelisk. Da ist ein Lagerfeuer. Da ist das Büschelkraut. Was ist das? Eingestürzter Turm. Okay. Wir müssen jetzt echt verdammt vorsichtig sein. Wir wissen ja noch, wie das beim letzten Mal hier geendet ist. Mit meinem allerersten The Witcher-Tod. Aber ich denke, ich muss hier mal ein bisschen aufräumen. Ja, genau, die Monster sterben alle, ohne dass ich irgendwas tue. Mhm. Da ist das Büschelkraut. Oh, wunderbar. Da sind noch Leute, aber erst will ich das Büschelkraut haben. Nein, so leicht wird es uns nicht gemacht. Oh ja. Aber die hier bringen ja wenigstens noch was. Na, der hat uns noch nicht bemerkt, aber lang wird es ja wohl nicht mehr dauern. So, noch eine Zunge, 6. Und Zunge Nummer 7. So, Büschelkraut. Komm her zu mir. Das war Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Ah, da hinten sind die letzten zwei. Sieht so aus, als wäre dieser Turm von selbst eingestürzt. Der Sumpf ist wohl nicht der ideale Bauplatz für Gebäude dieser Größe. Meiner Meinung nach ist der Sumpf kein geeignetes Gebiet für überhaupt irgendetwas. Jawohl, perfekt. Ah, Mann! Ich würde mich hier schon eigentlich ganz gerne mal umsehen. Nö.
dann lieber du. Okay, du bist schon wieder eine andere Nummer, ja? Ich hatte nur einen Ertrunkenen bestellt und nicht 5000. Ach, das sind noch mehr Überreste. Von wann sind denn die? So, hier haben wir nämlich einen Jägerleichnam und einen Mädchenleichnam. Oh, der Blutzwüger irrt jetzt tatsächlich da weiter durch die Gegend. Das soll er doch von mir aus. Och Gott. Man kann ja immer wetten, was passiert ist. Aha. Die blutet. Davon sind ja noch mehr Überreste von irgendwelchen Gebäuden. Was ist denn da schon wieder passiert? Ja, Geralt. Aha. Nee, der Blutzwüger ist jetzt echt bis hierhin gefolgt und der Ertrunkene auch noch. Die haben wahrscheinlich das Blut ihrer Artgenossen gerochen und das aus Versehen mit unserem verwechselt. Was an sich ja schon eine unglaubliche Beleidigung ist. Jetzt geh doch endlich drauf. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, schöne Pirouette, Geralt. Gut. Dramatische Musik, hör auf damit. Und Gehirne. Aha, die Frau um sie. Aha, die Überreste schweben jetzt über dem Mädchenleichnam. Aha. Genauso stelle ich mir das vor. Eine Feuerstelle. Die Frau haben sie ja lustigerweise verschont. Der ist nichts passiert. So viel Anstand hatten die Ertrunkenen wohl noch. Soldatenfusel. Starker Alkohol. Grundstoffverdränke. Grob destillierter Alkohol, der von dem Kampf an Soldaten aus. Der vor dem Kampf an Soldaten ausgegeben wird. Und ein goldener Saphirring. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht später irgendwelche Questgegenstände sind. Oder ob das jetzt einfach nur so zum Spaß ist. Warum hat die denn einen Fisch dabei? Und 8 Orens. Also, ich als Mann bin jetzt völlig überfordert. Ich stelle jetzt mal die Frage, was zum Teufel will eine Frau mit einem Fisch in ihrer Hosentasche anfangen? Außer damit etwaige sie belästigende Männer damit in die Flucht schlagen. So. Ey, da ist ja immer noch ein Gebiet nicht vollständig aufgedeckt. Das gibt's doch wohl nicht. Und da oben ist ja auch noch irgendwas völlig unaufgedeckt. Aber egal, wir rasen jetzt, denke ich, einmal runter zum Fährmann. Ich gucke lieber 5-mal auf die Karte. So, weil hier ist jetzt hier irgendwas noch unaufgedeckt gewesen. Laufe ich in die richtige... Wurscht. Wurscht. Einfach Wurscht. Und Käse. Ah, da vorne sind schon die nächsten Ungeheuer. Ja, und natürlich habe ich es nicht geschafft. Nein, Geralt, das war das falsche Schwert. So macht man das. Ja, genau, komm. Oh ja, genau. Eine ertrunkene Ansammlung. Liefern wir uns doch jetzt mal ein richtiges Battle nochmal. Gab ja noch nicht genug. Leider. Blöder Keks. Komm, 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 stirb. Stirb! Und genau so will ich das sehen. Ach, ich bin auch an dem Gebiet. Ja, dann ist es ja auch egal. Dann... Ist das der Golemacker? Das ist der Golemacker.
Geralt von Riva verloren im Sumpf. Gut, dann schlage ich jetzt erstmal noch eine völlig andere Route ein. Ich möchte noch einmal zu dieser Höhle, die dort unten war, am Ende der Map, weil dort waren Echinopse und wir brauchen ja noch unsere Echinops-Wurzelstöcke. Von daher lade ich jetzt mal eben hier hin. Das ist doch nicht wahr, oder? Können die denn nichts anderes mehr sagen? Vor allem, es ist doch immer derselbe Typ. Der muss doch irgendwelche chronischen Rückenschmerzen haben. Anders ist das noch nicht zu erklären. Wenigstens hat dieser scheiß Sturm jetzt aufgehört. Na, Sturmfix ist einfach mal übertrieben. Ja, jetzt kommen die hier wieder. Ja, und weiter fleißig zu Gange als einziger. In dessen Haut möchte ich auch nicht stecken. So. Aber so viel Neues habe ich jetzt in der Folge auch schon wieder nicht geschafft. Eigentlich wollte ich hier nicht noch so viel Zeit totschlagen. The Witcher wird ohnehin ein recht langes Projekt und man muss es ja nicht unbedingt länger machen als unbedingt nötig. So, genau. Genau, hier wart ihr nämlich. Ich weiß es noch. Wo kommst denn du her? Geralt, mach mal bitte. Und zwar heute noch. Also sie können einem trotzdem noch recht wehtun. Stufenaufstieg! Ja, geil, Mann! Da sind ertrunkene Tote, komm. Geben wir uns hier auch noch. Oh, das sind ein bisschen viele ertrunkene Tote. Dann nehme ich erstmal lieber nur den einen. Aber wie ich mein Glück kenne, kommen die jetzt eh alle. Sag mal. Ah, das ist das falsche Schwert. Ah, warum sagt mir das denn keiner? Oh Mann, dieser scheiß Gruppenkampf hier, ne? Das hier nicht funktioniert. Kann ja wohl nicht wahr sein. Alter, da kriege ich ja echt das Kotzen. Ich höre meinen Herzschlag viel zu deutlich. Boah, aber wie sich der Bildschirm bewegt dabei mit dem Herzschlag, das ist schon episch.
Ist Schwalbe schon wieder verpufft? Ja, das erklärt natürlich einiges. Oh, so gefällt mir das schon besser. Einmal tief durchatmen. Weil... Jetzt noch abkratzen, wäre ja wohl das allerletzte. Gut, dass hier in den Tongruben keine ertrunkenen Toten mehr auftauchen. Die haben wir ja endgültig beseitigt. Oh. Aber wenigstens haben wir jetzt noch 3 Aufträge erfüllt. Also gut, wir müssen jetzt noch die Belohnung abholen, aber wir haben die nötigen Ungeheuer und Pflanzen dafür abgeschnetzelt. Das ist doch schon mal was. Wo muss ich die Nummer abgeben? Genau. Oh nein, Siegfried! Ah, ich bin doch ein Volltrottel! Ah, stimmt, Siegfried ist ja... Ja, und du bist schon wieder am... Braucht ihr ein Boot? Nein. Was wollt ihr? Ich will auch so eine stylische Angelrute. Yaren lässt schöne Grüße bestellen. Ich habe die Kräuter. Endlich. Ich habe schon gedacht, das wird nichts mehr. Hier. 5 Büschelkrautblüten. Wie abgemacht. 400 Orens. Und schöne Grüße an Yaren. Gewiss doch. Was wollt ihr? Wir sehen uns noch. Wartet jemand auf die Fähre? Gut. Also. Wir machen jetzt nochmal Shortcut. Und beim nächsten Mal geht es zurück. Dann geben wir Yaren seinen Anteil, leider. Und wir geben Siegfried die Zungen. Und ich glaube, danach gehe ich erstmal zurück nach Vizima, wenn es das ermöglicht, weil wir zum einen beim Gärtner doch die Belohnung abholen müssen und wir müssen wahrscheinlich, was den Bewahrer angeht, eh nochmal mit Kalkstein ein bisschen plaudern. So, dass wir da eh nochmal hin zurück müssen. Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dann.